Hier sind die kuriosesten Meldungen aus der ersten und zweiten Kalenderwoche. Söder warnt vor einer Corona-RAF. Man muss sehr aufpassen, dass am Ende aus einer breiten Skepsisbewegung dann am Ende nicht ein gefährlich harter Kern wird. Eine Art Corona-RAF, die dann irgendwann auch gewalttätig werden könnte. Hier die nächste skurrile Nachricht. Das Betreten von Rodelwiesen soll 25.000 Euro kosten. Warum die EU-Initiative gute Chancen hat. Corona-Impfpass wird zum Reisepass. Und wenn wir schon beim Impfen sind, der erste Chef macht ernst. Ohne Impfung kein Gehalt. Wer FFP2-Masken tragen will, soll seinen Bart abrasieren. Vorsicht beim Einkaufen. Reden im Supermarkt verboten. Geht lieber auf Nummer sicher. Das waren die kuriosesten Meldungen aus den ersten beiden Kalenderwochen im Jahr 2021. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr das auch gerne auf Facebook teilen. Und da können Sie auch den Link zu Facebook klicken. Schauen Sie mal rein. Schönen Abend. Ja, keine Ahnung, wo sie da mit ihren Gedanken war.